Okay, sehr gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Video über Hakos Autopflege. Heute ist der Florian Kessler von Nanolex mit dabei und wir werden heute zwei Produkte ausprobieren. Ein Produkt ist Nanolex One Polish and Protect, das heißt eine Politur zum Polieren und zum Versiegeln. Die werden wir mit Maschine, das heißt mit der LR15 und dem Polierbett anwenden. Und als zweites Produkt werden wir mit diesem Handpuck, ja, mit diesem Handpolierpad, das Nanolex SE1 meinem Audi ausprobieren. Viel Spaß mit diesem Video. Okay. Gut, also als erstes werde ich beginnen mit der SE1. Aber Flo erklärt uns jetzt nochmal in einer Kurzform, was das SE1 überhaupt macht. Was macht das? Genau, SE1 ist praktisch eine Finish-Politur, die gleichzeitig mit versiegelt. Also wenn man sich jetzt hier den guten Zustand anschaut. Ich würde jetzt wahrscheinlich schwanken zwischen den zwei Produkten. Sagen wir mittelmäßig guten Zustand. Ich habe den bisher noch nicht einmal poliert und noch nicht einmal versiegelt. Die Motorhaube habe ich genauso gelassen, wie es ist. Genau für solche Anwendungen, nicht weil ich ein faules Schwein bin. Ja, denken jetzt bestimmt die alle, ne? Du weißt ja, wie es ist. Ja, genau, das kommt ja erschwerend hinzu, ne? Das ist okay. Also die SE1 ist eine Einstufenpolitur. Man kann sie für mittelverschlissene Lacke anwenden, das heißt für privat und für gewerblich. Sag mal leicht. Also gut, One Polish and Protect wäre eher so für Mittel. Ne? Gut, alles klar. Das wäre geringe Schleifwirkung, hohe Schleifwirkung. Genau. Ja? Das kann man mit Maschinen und mit Hand oder nur mit Hand? Kann sie mit beidem? Mit beidem. Genau. Gut. Hier in dem Fall auch. Ich denke, was interessant ist, weil man hat ja hier tatsächlich sowas, was jeden Tag mal passiert, und nicht irgendwie absichtlich 4000er Anschliff und jetzt muss man hier sondern paar Mal Waschanlage durchgehen. Genau, ein paar Mal Waschanlage, Insekten von Hand oder mit Maschine ist ja auch immer noch. Was ist das denn hier? Vanille oder was? Vanille, ja. Boah, da kommt mir die Schulter aber komplett ins Gesicht gerieben. Das gibt's doch gar nicht hier. Herrlich. Oh, ja, das ist genau mein Ding. Das ist Alter. Die Reaktion, die wir wollten. Ja, genau. Mach ich gleich so hier im ganzen Innenraum. Ja, ich würde sagen, mach du mal von Hand. Also, ich würde es jetzt so machen. So? Ja, ist schon ein bisschen zu viel? Ja, ist gut für uns. Gut, alles klar. Und dann würde ich erstmal normal verteilen und dann kreisende Bewegung mit mittelmäßigem Druck. Ne? Wie gesagt, auch hier ist Aluminiumdioxid drin. Das heißt, das bricht schon noch etwas runter. Man sollte jetzt nicht nur verteilen, sondern man soll tatsächlich auch polieren. Ja, alles klar. Mach ich gleich. Also, ich verteile nochmal und dann gehe ich gleich nochmal rüber, ja? Ja. Ich meine, vielleicht ganz interessant, wenn ich jetzt mit einer Poliermaschine hier drüber gehe mit 800 Umdrehungen die Minute, würde ich vielleicht so eine Minute polieren. Das heißt, der muss jetzt 800 Mal mit der Hand hier den... Alter, auf gar keinen Fall. Oh Gott. Ja, das sieht schon gut aus. Also, wie gesagt, war ja auch... Es riecht auf jeden Fall schön nach Vanille. Flo, da hast du was richtig gemacht, ne? Hammer. Ja, ich nehme ja tatsächlich so Feedback immer ernst. Wenn die Mehrheit der Kunden sowas mag, dann macht man das. Ja. Das heißt, wenn ihr auch Verbesserungsvorschläge habt zu irgendwelchen Produkten, konstruktive Kritik natürlich, dann könnt ihr die gerne an Nanolex weiterleiten oder an uns. Wir geben die natürlich auch gerne weiter. Ne? Ja. Es ließ sich auf jeden Fall sehr leicht verarbeiten. Es riecht gut. Es ist nicht trocken oder sowas, ne? Weil sonst hast du ja immer viele Polituren. Lange wenig Polieröl enthalten haben. Genau, ne? Und jetzt wäre das soweit fertig, oder? Ja. Und jetzt polieren wir es aus und gucken mal, was es gebracht hat, ja? Genau. Jetzt polieren wir das Ganze aus in kreisende Bewegung. Oje. Oje, oje. Viel Material, ne? Ja, irgendwie schon. Ich hätte viel weniger nehmen sollen. Aber ich habe ja gesagt, die Menge war gut für uns. Ja, das stimmt. Ja, ist natürlich auch immer, wenn man hier so abgeklebte... Ja. Stellen hat beim Fahrzeug, kann man auch die Menge schlecht einschätzen. Ich konnte auch nicht abschätzen, wie flüssig oder wie nicht flüssig das Ganze fürs so ist. Fürs erste Mal. Ich denke, nachher, wenn man hier Kleber abzieht, wird man sehen. Ne? So alles, was so eingeätzt ist, ist schon wesentlich besser. Mhm. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also sind noch einige Dinger da, aber so das leichte Zeug. Jo. Ist weg. Für eine Oxidation. Vollkommen ausreichend, würde ich sagen. Ne? Ja, so Oxidation und kleine Kratzer sollte man von Hand wegbekommen. Ja, da ist auch noch ein bisschen Smearstoff drin. Alles andere ist... Wie gesagt, wir können ja gerne mal noch im zweiten Schritt mit der Maschine drüber gehen. Gleiches Pad. Ja. Also hier lila Pad, ne? Maschine. Das heißt, gleiches hier Produkt.
Ja, mach ruhig. Ist drinne? Ja. Ich habe schon vorbereitet hier. Oh, nice. Hier noch einmal drüber und dann wirst du sehen, das macht schon, komm, ich wirf's mit. Na gut vorbereitet, Flo. Das macht, ich war ja schon früh hier. Trifft nicht. Was sagst du? Trifft nicht. Nee, das stimmt, das ist der Vorteil. Kannst auch lange fahren. Noch länger? Ja, hätte ich da ruhig. Also ich sag mal, guck mal, nur jetzt mal so, was die Praxis bei der Politur angeht. Solange du Grauschleier siehst, heißt das, du hast hier Partikel drin, die noch kleiner werden könnten. Das ist ja auch der einzige Grund, warum du Hologramme oftmals nach dem Polieren noch drin hast, ist einfach, es hätte noch mehr gehen können. Okay. Ja, das ist eigentlich so die Aussage vom Hologramm. Oder du hast halt wirklich, sag ich mal so, Oldschool-Politur, die einfach nicht weiter runterbricht und hologrammfrei ist nicht. Ja. So. Okay, gut, alles klar. Wir haben jetzt gesehen, aber hier sind natürlich noch einige Dinger mit dabei. Ja, die tieferen. Wie gesagt, dafür ist das Produkt auch nicht gemacht. Ne? Wenn wir jetzt hier gleich vergleichen mit One Polish and Protect, die wesentlich mehr schleift, wirst du sehen, andere. Oh, doch, ein Unterschied. Gut, also sagen wir mal so, klar, mit Hand kann man schon ein bisschen was erreichen, allerdings mit einer Maschine ist es wie immer effektiver. Klar. Aber ich denke mal, der Glanzgrad und besonders natürlich auch die Glätte, weil diese oberflächliche Oxidation, man kann das nämlich hier jetzt spüren. Ja. Ja, und wie glatt das natürlich hier ist, das ist schon ein Unterschied. Ja? Genau. Das heißt, von der Handpolitur braucht man sich nicht das Blaue vom Himmel wünschen. Und das ist einfach nur dafür da, dass der Lack eben wieder glatt ist, geschützt und wenn man Glück hat, sind auch einige Kratzer mit draußen. Das sieht man jetzt ja hier auch. Und jetzt werden wir mal im zweiten Gang die Nanolex One Polish and Protect durchgehen. Auch mit der Maschine verarbeiten. Wir nehmen nochmal, das SE1 ist jetzt aber, nachdem man es aufgetragen hat, auch hydrophob. Ja, genau. Also die Schutzschicht ist drauf. Dauert das lange mit der Aushärtung oder ist das schon alles komplett fertig? Muss nur trocknen. Gut. Es gibt also in der Form keine Aushärtung. Die Aushärtung passiert mit der Trocknung. Ist jetzt nicht wie bei einer Beschichtung, dass du sagst, musst du erst trocknen, härtet dann aus. Sondern also wie ein einfach zu verarbeiten. Ja, drauf, trocknen, ab, fertig. Genau. Ne? Wollen wir den Abwehreffekt kurz testen? Oder? Vielleicht bei beiden noch. Okay, alles klar. Gut, dann machen wir das gleich, wenn wir die beiden gemacht haben. Ich hole nochmal kurz ein neues Pad aus dem... Komm, wir können noch... Aus dem Lager. Ja. Im zweiten Gang werden wir jetzt die Nanolex One Polish and Protect auch mit dem gleichen Polierpad und mit der gleichen Maschine verarbeiten. Hier nehme ich jetzt natürlich wieder ein bisschen weniger Produkt, also ich versuche es zumindest. So, ist okay? Ja, klar. Ja, gut. Nee, das ist, du musst ja immer bedenken, beim ersten Durchgang brauchst du ein bisschen mehr. Ne? Ich würde das Ganze vielleicht jetzt mal entspannter. Ne? Verteilen. So, ich muss aber dazu erwähnen, wir haben jetzt natürlich die Vorbereitungsmaßnahmen, das heißt waschen, kneten, entfetten etc. haben wir alle schon selber durchgeführt, damit das Video nicht allzu lang wird. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Boah, das riecht ja. Das ist ja, wenn ich meine frische Wäsche raushole. Ja, stimmt, es geht ja. Ah, geil, okay, los geht's. Hier merkst du jetzt auch, dass das viel mehr in Richtung Schleifpolitur geht. Ja, man merkt schon die Schleifwirkung. Ja. Und halt, was wirklich wichtig ist,
so lang wie möglich verteilen. Na, für mich ist der Test immer, sehe ich das noch oder sehe ich es nicht mehr? Und solange du diesen kleinen Schmierfilm siehst, kannst du davon ausgehen, kannst du einfach noch weitermachen. Und je länger man das Ganze halt durchzieht, desto weniger Schritte brauchst du eigentlich insgesamt. Ja. Okay. Ja. Jetzt habe ich genug von der frischen Wäsche. Jetzt polieren wir das Ganze mal aus. Man hat auf jeden Fall schon beim Polieren gemerkt, dass das Ganze ein bisschen mehr Schleifwirkung hat. Und jetzt lässt es sich auch deutlich besser auspolieren. Ja. Weil, wie du schon sagtest, habe ich das auch einfach ein bisschen länger auspoliert. Ja. Und ich denke mal... Genau, immer so lang fahren, wie... Wie es nur möglich ist, ne? Ja, wie es halt auch die Politur erlaubt. Schleier da weg ist. Ich meine, die Staubentwicklung sieht man ja auch, ist praktisch... Genau. Die ist hier ein bisschen stärker als hier, aber gut, im Großen und Ganzen. Ich sag mal, man arbeitet ja mit Feststoff unterm Strich. Ja. Ja. Hier sieht man jetzt natürlich noch ein bisschen Slieren. Wenn wir mit dem Entfetter drüber gehen sollten, müsste das weg sein. Ja. Aber ansonsten kann man nochmal hier schauen. Ist auch schon ein bisschen weniger, aber im Großen und Ganzen... Sind eigentlich fast gar keine Kotze. Doch, hier unten. Ein paar noch, aber nicht groß. Wenn wir zu der Referenzfläche nach oben gehen, da sieht man das natürlich schon stärker, ne? Gut. Ja, der Gedanke ist ja praktisch alles in einem Schritt. Mhm. Ja, plus halt nochmal Schutz drauf. Ja, ich meine, jetzt für eine One-Step-Politur hatte ich schon ein bisschen was weggeritten. Ja, ich meine, muss, der Audi-Lack ist jetzt auch nicht der weichste. Ne? Klar, der ist muss schon relativ auch. Hart. Ne? Ja, ich meine, also ich sag mal, jetzt so, nachdem ich das erste Mal gesehen habe, würde ich hier auch eher mit einem grauen Pad arbeiten. Mhm, ja. Wir sehen das ja bei uns auch teilweise in der Aufbereitung. Zum Beispiel, wir hatten vor kurzem Panamera Sport Turismo in Kreide. Mhm. Da war Finish mit... Heavy Cut in grauem Schwamm. Ja, ich habe ein paar so 7er BMW oder sowas. Genau. Die sind auch manchmal richtig und knackig, was das angeht. Das geht hier auch so in die Richtung. Deshalb sage ich auch immer, also ich mein, wir machen ja auch relativ viel Schulung bei uns vor Ort, da sage ich auch immer, man darf nie vergessen, es ist nicht nur die Politur, es ist auch das Pad, es ist der Lack und es ist die Maschine. Und natürlich die Haltung, ne? Genau. Und auch wie stark man drückt oder wie gerade man die Maschine hält. Und auch die, wie verarbeite ich das, wie viel Zeit nehme ich mir? Wo will ich überhaupt hin? Ja. Kann ich da überhaupt irgendwie 100%iges Ergebnis erreichen oder nicht? Mit was bin ich zufrieden? Wie viel will ich dafür ausgeben? Und so weiter. Ne? Ich meine, natürlich versuchen wir das Ganze so weit runter zu kondensieren, dass man sagt, das hier passt jetzt für 90% der Kunden. Aber klar, wenn ich dann so ein Auto da stehen habe, bei Uni Schwarz wird es jetzt nochmal völlig anders aussehen. Hier, wie gesagt, ne, wenn man sich jetzt das Finish anschaut, hätte man wahrscheinlich auch mit dem grauen Schwamm noch ein bisschen mehr rausholen können bei gleichem Finish, weil der Lack schon hart ist. Aber wie gesagt, der Gedanke bei dem Produkt war ja zu sagen, ich bekomme mit einem Produkt, mit einem Schwamm, vielleicht mit auch mal zwei Durchgängen, in 90% der Fälle das Ganze so hin, wie ich das gerne hätte. Ja, beschränke einfach auch die Produktmenge und insgesamt den ganzen Aufwand. Ja, und der Gedanke ist ja auch eher in Richtung Enthusiast oder Endkunde zu gehen, der das jetzt auch nicht jeden Tag macht, sondern halt auch das Ganze irgendwo sicher an einem Samstag über die Bühne bringen will. Auch bei One Polish and Protect kannst du zum Beispiel den Puck benutzen zum Polieren. Klar, aber wirst du von Hand niemals das Ergebnis hinbekommen, dass du selbst mit der günstigsten Maschine hinbekommst. Ja? Weil, wie gesagt, 800 Umdrehungen die Minute heißt halt im Zweifelsfall 800 mal den hier. Ja. Gut, aber dazu muss man natürlich sagen, dass man eben beide Polituren mit Hand oder mit Maschine verarbeiten kann. Und dass man natürlich nicht das Ware vom Ei jetzt bei einer Handpolitur oder bei einer Politur, die mit Hand verarbeitet wurde, erwarten darf. Aber ich denke mal, die Ergebnisse sind okay. Ja. Jetzt testen wir nochmal das Abheilverhalten, oder? Zu der Referenzfläche oben. Von der Glätte her würde ich sagen, oben merkt man auch schon, dass die ja sehr stumpf sind natürlich. Ne? Und unten merkt man auf jeden Fall die Glätte. Ja. Ich würde sogar sagen, dass
dass die Seite hier ein bisschen glatter ist, ne? Aber ja, kann auch ein bisschen täuschen. Also es ist, ne, bei beidem, es soll auch kein Geheimnis sein, es ist bei beiden der gleiche wie bei den Versiegelungen eben auch. Mhm. Wir unterscheiden einfach zwischen Schleifpolitur und ich will später Wachs auftragen oder will später Beschichtung auftragen und ich will in einem Schritt alles durchhaben. Mhm. Ja, weil wenn ich jetzt hier SI3D auftragen wollen würde, wäre das schlecht. Hm. Dann, ja, klar, weil es eine Trennschicht ergibt, ne? Genau, müsste ich alles wieder mühsam entfernen. Gut, als letzten Test gucken wir, ob das Alpha-Verhalten in dem Moment besser geworden ist, nachdem wir die Einschichtpolitur mit Versiegelung, ja, aufgetragen haben. Zuerst gucken wir uns die Fläche an. Ja, wisst ihr, was lustig ist? Hier habe ich vorher Nassversiegelung aufgetragen auf dem gesamten Auto. Ah, das ist natürlich jetzt schwierig, ne? Sehen wir mal, wie das Ganze so performt im Vergleich zu einer Nassversiegelung. Na gut, alles klar. Also nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, hier ist eine Nassversiegelung drauf. Man sieht es auch schon an dem Rand hier. Ja, also es wurde schon mal ein Wetcoat aufgetragen. Ein Wetcoat, ja. Ja, auf den kompletten. Nennt man das so, ja. Nassversiegelung, ne? Aber ich denke, ja, doch, man kann schon erkennen, dass hier ein Unterschied da ist. Also wer den Unterschied nicht erkennt, der... Ja. Ich würde sogar sagen, ist auf der rechten Seite mehr? Oder ja, ich kann auch sagen, warum auf der rechten Seite mehr ist. Oh, weil, ja, das sieht doch gut aus hier. Je mehr... Oh, das ist ganz einfach. Je mehr Abtrag du hast, desto glatter wird die Oberfläche und auch das spielt ja beim Abperlen eine Rolle. Ne? Mhm. Gut, aber man sieht auf jeden Fall, dass der Tropfenwinkel hier schon wirklich sehr gut ist und dafür, dass hier eine Nassversiegelung, ja, drauf ist, ne, sieht das schon wieder schlecht aus. Ja? Gut, die Oberfläche ist natürlich auch nicht jetzt so glatt, aber dafür, dass das wirklich eine Handpolitur oder auch mit Maschinen, eine Handpolitur, und eine Schuhpolitur mit Maschine verarbeitet ist. Wird auch so bleiben. Ne? Also ich sag mal so, für 5-6 Wäschen wird das Ergebnis so... Perfekt. Ja. Also dafür finde ich das ganz gut. Wir haben in einem Arbeitsgang mit Maschine einige Kratzer rausgeholt, natürlich nicht alle, haben Oberflächenstumpfheit behoben und wir haben die Oberfläche gleichzeitig versiegelt. Ich denke, das ist ein geiles Produkt auf jeden Fall für besonders Privatleute oder für Autohändlerpolitur. Ja, also ich sag mal, so SE1 eher in Richtung wirklich Privatkunde und ich mache das jetzt von mir aus auch zum ersten Mal zu Hause. One Polish and Protect geht tatsächlich auch so in Richtung Gebrauchtwagenaufbereitung. Ich habe nicht mehr Zeit, noch nicht mehr Budget als für eine Runde Politur und ich will es maximal rausholen. Wie gesagt, kann dann halt auch ein bisschen was übers Patch steuern. Aber ja, wenn das jetzt, sagen wir mal, Gebrauchtfahrzeug wäre, das draußen stehen sollte und verkauft werden sollte, dann könnte das jetzt auch mal 4 Wochen draußen stehen, ohne dass man hinterher wieder von vorne anfangen muss. Genau, das ist eben auch ein großer Vorteil, besonders für die Gebrauchtzähnler. Ist es eben so, dass wenn die zum Beispiel länger draußen stehen, durch Vogelkot, Wasserflecken, Industriestaub, der sich eben auf der Oberfläche absetzt, hat das hier eben auf so einer Oberfläche wenig Haftung. Ja? Und das ist wieder ein großer Vorteil. Hier sehe ich ja auch schon einen Unterschied. Ne? Genau. Ich glaube, hier perlt ja praktisch nichts ab. Ne? Genau, hier ist auch nicht mehr viel drauf von der Nassversiegelung. Ja. Und man sieht auf jeden Fall, und guck mal, hier bin ich mit ein bisschen mit dem Pad rübergekommen, das sieht man sofort, ja? Genau. Ja, also ich denke... Also du könntest jetzt zum Beispiel SE1, wenn jetzt auf der Flasche Liquid Wax draufstehen würde, als das würde es auch durchgehen, ja? Gut. Also wenn du jetzt sagst, ich hätte gern irgendwie so Polymerversiegelung, die ich von Hand auftragen kann, die halt jetzt nicht flüssig, also die, sagen wir mal, nicht wässrig ist, sondern halt mehr politurartig, dann trifft das mit Sicherheit auch zu. Ne? Also von dem Ergebnis bin ich echt überzeugt. Ne? Ja. Das ist okay, ist wirklich okay. Wie gesagt, ne, geht. Du siehst hier... Das ist auf jeden Fall deutlich besser. Ne? Von der... Das war nochmal was? Vom Schutz, das war One Polish and Protect. Genau, One Polish and Protect. Ne? Gibt es hier noch ein größerer Form bei 250? Ich hab doch sogar 750 Milliliter mitgebracht. Wir haben nämlich aktuell keine... Also 250 und 750, oder? Genau, wir haben aktuell keine, glaube ich, 250. Tada! Corona-bedingt sind 250 Milliliter Flaschen momentan in Gold aufzuwiegen. Wenn ihr Glück habt und ihr das Video schaut, ist die Corona-Pandemie eventuell schon vorbei. Das ist lustig, wenn man es ja später sieht. Ja, wenn ja. Das ist auch so.
Gut, das war ein kurzes Video, in Hoffnung ein kurzes Video, aber trotzdem sehr informatives Video, in dem wir auf die beiden Einstufen-Bolitonen mit anschließender Versicherung eingegangen sind. Im nächsten Video werden wir, was werden wir machen? So. SE3D Max. SE3D Max machen wir im Video. SE Spray haben wir, glaube ich, noch anstehen. Ne? Oh, das werden wir auch noch machen. Im nächsten Video gibt es aber erstmal das SE3D Max. Viel Spaß.